Ja, liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir warten ja, oder die meisten von euch warten, genau wie ich, noch auf die neue Software 2023.2. Aber da tut sich ja leider immer noch nichts. Ich hoffe, dass es im Laufe der nächsten Woche kommen wird. Aber ich habe jetzt vorgestern, oder war es schon Donnerstag, heute ist Sonntag, ich weiß es nicht genau, also vor ein paar Tagen gelesen, dass Tesla die Auflösung für YouTube irgendwie verringert hat. Bislang war die Qualität ja auch bei YouTube-Filmen relativ gut und wir schauen mal, was da denn da los ist. Ich mache das mal einfach mal auf. Ich muss nur aufpassen, dass ich keinen Sound hier spiele. Ich habe mich gerade extra eingeloggt. Ich kann ja hier erstmal auf das kleine Format gehen, dann ist es etwas übersichtlicher. Und wir machen einfach mal irgendwas auf. Keine Ahnung, Tesla Model 3 Luxury Goods ist irgendwie aus Amerika oder so. Ist völlig wurscht. Und da sieht man erstmal alles wie gehabt, scheinbar. Aber wenn ich jetzt hier auf Pause gehe und ich gehe in die Einstellung, dann sehe ich, dass die Qualität steht automatisch auf nur 360p, also Parts per Inch, PPI ist es eigentlich. Normalerweise hat man ja bei HD 1440 und Ultra HD noch mehr. Ich nehme dieses Video auch mit Ultra HD auf. Also besser geht es eigentlich zurzeit nicht. Und wenn ich mir das jetzt hier mal im Vollbildmodus anschaue, dann wird man sehen, dass das Bild echt matschig ist bei nur 360 PPI oder P, aber kurz P. Das ist wirklich richtig schlecht. Das macht nicht so wirklich Spaß. Es soll aber einen Workaround geben, und zwar wahrscheinlich über den Browser. Und das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ich mache das mal im Browser auf und drücke derweil mal auf Pause hier. Ja, hier sehen wir jetzt den Browser, ein Startfenster, Tesla, YouTube, habe ich gerade eingegeben. Das rufe ich mal auf, damit es ein bisschen zügiger geht. Und ich werde einfach mal irgendwas aufrufen wieder. Nehmen wir doch mal den Elon Motors TV zum Beispiel, der auch in höherer Qualität seine Videos erstellt. So, jetzt geht's los. Hier sehen wir den Elon. Ich glaube, er heißt so. Und ich drücke mal hier auf Pause. Und schauen wir doch mal, was wir hier für Optionen haben. Nee, genau dasselbe. Ja, und hier ist die Problemlösung des Ganzen. Und zwar bin ich wieder in den Einstellungen bei YouTube. Und dann seht ihr automatisch 360p. Da kann ich ruhig draufklicken. Das geht ja nicht, haben wir ja schon festgestellt. Aber ich kann hier mit dem linken Rad die Auflösung tatsächlich verändern. Und zwar muss ich dafür das einmal aktivieren, zweimal draufklicken oder so. Und dann sollte es eigentlich gehen. Ah, jetzt geht es wieder nicht. Ah, jetzt habe ich es. Genau, also einmal aktivieren und schnell anfangen mit dem linken Rad nach links oder rechts zu drücken. Und dann kann ich die Qualität wieder einstellen. Ist das cool? Das ist cool. Tatsächlich wieder auf 720 oder 1080. Das ist mindestens die Qualität, die man bislang gewohnt war. Und man sieht ja schon, das ist super scharf. Ich gehe mal wieder runter auf 360. So, das ist der totale Matsch. Noch schlimmer wäre 240 oder 144. Ja. Das ist dann Fernseher in den 50ern. Und aber auch 360 ist wirklich eine schlechte Qualität. Schon ziemlich frech, was uns Tesla da zumutet. Also 1080 finde ich schon ganz gut. Also ihr klickt ein- oder zweimal auf das Feld Qualität und gleichzeitig, solange das Feld noch aktiv ist, fangt ihr an, mit dem linken Scrollrad auf dem Lenkrad zu drücken und dann hat man halt wieder die Qualität. Jetzt habe ich es automatisch auf 1080p. Das ist doch schon mal gut. So lasse ich es stehen. Also, das ist die Lösung für das Problem. Ob Elon Musk damit einverstanden ist oder nicht, ob dort jetzt dann doch wieder mehr Daten übertragen werden oder nicht, das ist mir eigentlich egal, weil 300
60p. Geht gar nicht. Okay, das war's. Abonniert den Kanal, dann seid ihr informiert. Sobald die neue Software reinkommt, werde ich natürlich das Video im Auto machen. Bis dann. Ciao, ciao.